Am Freitag, den 10. September, fand im Beisein von vielen Ehrengästen und zahlreicher Interessierter der Spatenstich für die Klangwerkstatt beim Narzissendorf Zloan statt. Unter dem Motto Miteinander im Ausseerland steht das Narzissendorf Zloan für ein Zentrum der Kultur, Lebensfreude und Regionalität. Schritt für Schritt gibt es laufend Baufertigstellungen. Herr Steinbichler, heute findet der Spatenstich für die Klangwerkstatt statt. Wie schaut denn überhaupt der Zeitplan aus beim Narzissendorf? Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir die Klangwerkstatt als wesentliches Element unseres Ressorts heute quasi den Startschuss dazu geben können. Wir sind ja bisher so im Baufortschritt seit einem Jahr, dass wir unser Dorf Fischerwiese bereits an die Eigentümer übergeben haben mit 11 Häusern. Unser Dorf Eibenwald mit 17 Häusern wird voraussichtlich im Dezember übergeben werden können. Und unser Wirtshaus da hinter mir wird aller Voraussicht nach Anfang Oktober in Betrieb gehen können bereits. Und der weitere Zeitplan schaut so aus, dass wir mit der Klangwerkstatt und auch mit unserem Dorf Musikantenwald, wo noch 6 Häuser errichtet werden mit insgesamt 24 Apartments, dass wir das bis Mitte nächstes Jahr dann auch fertiggestellt haben. Das ist wie immer sportlich, aber das sind wir alle miteinander. Wann werden die ersten Gäste hier in der Zloam sein? Also wir haben ja bereits Probewohnen für unsere Eigentümer im Dorf Fischerwiese seit August. Auch jetzt sind Eigentümer hier, die Probewohnen, die uns Feedback geben über die operative Abwicklung, die unsere Mannschaft natürlich auch helfen zu trainieren. Und ein Vertrieb sozusagen oder auf den Markt werden wir wahrscheinlich mit Mitte Oktober gehen. Die Verantwortung für den Zloan wird und die Rezeption hat man in die Hände von jungen einheimischen Mitarbeitern gelegt. Jakob, welche Positionierung wird denn der Zloan wird in Zukunft für die Gäste und für die Einheimischen haben? Genau, das war das Stichwort Gäste und Einheimische. Uns ist wichtig einfach, dass das eine Verbindung schafft. Wir werden hier und wir arbeiten hier schon mit wirklich fast einheimischen, nur einheimischen Produkten. Somit werden wir hier eine gute Verbindung schaffen zwischen Einheimischen und Gästen vom Dorf. Und recht viel mehr kann man da nicht wirklich dazu sagen noch. Das heißt, Regionalität wird großgeschrieben. Ja, Regionalität wird groß geschrieben, aber eher noch das Heimische wird noch viel größer geschrieben. Also wir bestehen wirklich von Gießel bis außer nach Bad Mitterndorf bestehen wir unsere Produkte. Wir haben echt einen guten Partner gefunden mit Stiegl, die was uns mit dem Bier sehr gut unterstützen. Also ich glaube, wir haben eine sehr gute Verbindung, um ein richtig echtes heimisches Wirtshaus für jedermann zu schaffen, hier geschaffen. Julia, man hört immer, Tourismusbranche kämpft mit Mitarbeitern aus der Region. Wie geht es denn euch damit? Wir sind in der sehr, sehr glücklichen Lage, dass wir ein Spitzenteam auf die Fürstenkind haben und zum Großteil, muss man wirklich sagen, aus der Heimat. Ich glaube, wir haben da das Glück gehabt, einfach was Neues zum Schaffen. Es ist jeder neugierig, was passiert da in der Zloam. Und da haben wir wirklich ein großes Glück gehabt, dass unsere mittlerweile unsere Mannschaft mit 14 Personen aus der Heimat ist. Außer unsere zwei Zloamwirt. Leiter, die sind aus Salzburg, aber ich glaube, das geht auch noch durch mit der Heimat, je nachdem, wie man es nimmt. Da haben wir natürlich eine Riesenfreude und es ist jeder mit Engagement dabei. Manches Mal gibt es ja in solchen Objekten ein Probewohnen. Wird das vielleicht auch für Einheimische angedacht? Das ist zumindest der Plan, auf alle Fälle. Im November, wenn ein bisschen eine ruhigere Zeit ist, möchten wir auf alle Fälle unsere Häuser in Dorf Fischerwiese, 11 Stück an der Zahl, herzeigen, was das alles kann, welche Sachen das verbaut sind drinnen. Einfach auch zum Sehen, was entsteht da in der Region und ein Probewohnen ist angedacht im November. Ja? Einer, dem man die Freude über das Narzissendorf schon von Weitem ansieht, ist Grundlsees Bürgermeister Franz Steinecker. Franz, als Bürgermeister, welche Bedeutung hat denn die Klangwerkstatt für die Gemeinde Grundlsee? Also, wer ein wenig in die Gemeinde nachschaut und um den Turm kommt, dann man weiß, was das bedeutet, eine Veranstaltungssaal für eine Gemeinde. Das allein schon, dass eine Veranstaltungssaal gegründet und erbaut wird, ist eine irrsinnige Seltenheit geworden, insgesamt schon. Noch viel seltener ist geworden, dass eine Gemeinde sich dabei gar nicht beteiligen muss. Das ist rein aus den Investoren heraus erwachsen. Die Gemeinde ist da nicht beteiligt, aber die Gemeinde hat Nutzungsrechte. Das heißt, wir dürfen den Veranstaltungssaal nutzen, ohne dass wir ihn betreiben müssen. Das ist für uns als Gemeinde schon einmal ein Riesenvorteil und vor allem für den, ich würde sagen, für das gesamte Ausseerland, weil diese Klangwerkstatt und dieser Veranstaltungssaal in seiner Qualität und in seiner Größe genau das ist, was bis jetzt, glaube ich, sehr viel im Ausseerland abgegangen ist. Akustisch, von der Größe her, von der Qualität des Hauses,
Also wer die Einreichunterlagen und die Pläne gesehen hat, das wird ein wunderschön, fantastisches Haus. Wir sind wirklich heilfroh, dass das da gebaut wird bei uns. Ist im Zusammenhang mit der Klangwerkstatt auch daran gedacht, vielleicht einen Verein zu gründen, dass das Ganze gestärkt wird? Das ist die zweite Komponente von der Klangwerkstatt, dass die heimischen Musiker und Musikerinnen dürfen dort auch unterrichten und aus dem Verein heraus, der sich schon gegründet hat unter den Musikanten, wird dort sehr viel Belebung sein. Vor allem, weil es eben auch praktisch ist. Es wird Proberäume geben, die Musiker können unterrichten dort ihre Schüler auch im privaten Rahmen natürlich. Und aber es werden sich dort Veranstaltungen ergeben, auch bestimmt aus dem Verein heraus. Mit dem erfolgten Spatenstich der Klangwerkstatt werden einerseits ein dringend benötigter Veranstaltungssaal, zugleich aber auch Räumlichkeiten für den Musikunterricht geschaffen. In Erinnerung und Würdigung ihrer Tätigkeiten werden zwei Persönlichkeiten, deren Grundlsee zur Wahlheimat wurde, im neuen Gebäude verewigt. Der Musiker Peter Kölbl und der Maler und Grafiker Hans Kobinger werden als Namensgeber für den Peter Kölbl Saal und die Kobinger Bar dienen. Zum Spatenstich angereist war auch die zuständige Landesrätin Mieder-Aibinger. Landesrätin, was unterscheidet das Narzissendorf in der Zlorm von anderen touristischen Projekten der Steiermark? Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Initiative von der Gemeinde ausgegangen ist und dass hier das Tourismusprojekt gemeinsam mit der Gemeinde umgesetzt worden ist. Es ist nicht nur die Nächtigung und ein neues Wirtshaus hier im Vordergrund, sondern es gibt darüber hinaus neue Sportstätten, auch eine Klangwerkstatt, also ein ganz wirklich rundes, gelungenes Konzept. Klangwerkstatt, da fehlt mir ein Dreiklang. Wir haben ja die Gemeinde, private Investoren und das Land. Genau so ist es. Es ist hier das gute Zusammenwirken von verschiedenen Ebenen. Wesentlich ist, dass es Menschen gibt in der Region, die den Mut und das Engagement aufbringen, so ein Projekt umzusetzen. Und das Land ist hier als Fördergeber bei der einen oder anderen Umsetzungsart gerne dabei. Bis zum Sommer 2022 will man mit dem Gesamtprojekt fertig sein.